Also vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein paar Fehler gemacht, die uns ein bisschen ins Spiel gebracht, große Chancen gelassen, aber am Ende würde ich sagen, sehr ganz kontrolliertes Spiel von unserer Seite. Wir hatten den Ball, nicht so viele große Chancen kreiert, aber trotzdem viel Kontrolle, versucht Lösungen zu finden und am Ende klar 0-0. Und danach muss man auch halt sagen, dass das Spiel in unsere Richtung gekippt ist. Dank Jannis natürlich, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind ihm sehr dankbar und er hat uns ins Spiel gehalten und uns gerettet. Und ich würde, der Sieg geht an ihn. Und das war unser Drehpunkt da nach dem Elfmeter. Da haben wir uns ein bisschen wieder ins Schwung bekommen und das Spiel am Ende auch verdient gewonnen. Der Elfmeter wurde Zeit, dass ich meinen halte. Wir hatten schon ein paar gegen uns. Versucht ein bisschen schützen, ein bisschen rauszubringen, ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Gibt es ein paar Tricks, die man anwenden kann, aber im Endeffekt war ich mir glücklich, dass wir 3 Punkte geholt haben. Haben uns sehr gute Torchancen wieder herausgespielt, haben uns auch belohnt und haben, wie wir es in anderen Spielen nicht deutlich geschafft haben, dass wir den Sack einfach zumachen. Das ist uns heute gelungen in der zweiten Halbzeit. Es läuft halt. Es macht Spaß, jeden Tag zum Training zu kommen, mit dem Jungs zu arbeiten und einfach nur Gas geben. Die halten mich jung. Und ich bin nur dankbar und will einfach nur weitermachen. Wir fahren jetzt nach Manchester. Wir haben alles in unserer Hand. Wir wollen dahin, um was zu holen. Das ist so ein geiles Spiel. Wir freuen uns. Also, was eine Chance. Und mit so vielen Fans im Rücken auch ist alles möglich.